Digitalisierung kann sowohl einfach zu mehr Ausbeutung führen, als auch zu mehr Rechten, mehr Zeitwohlstand für uns alle. Was zum Durchbruch kommt, das liegt an den Verhältnissen. Und damit Digitalisierung wirklich zu mehr Freiheit und mehr Zeitwohlstand für uns alle führt und nicht zu mehr Ausbeutung, müssen wir die Verhältnisse verändern. Und dazu müssen wir uns auch mit den großen Internetmonopolen wie Facebook, Amazon, Apple, Google und Co. wirklich anlegen. Wir haben festgestellt im Workshop, dass wir, wenn wir über Digitalisierung im Zusammenhang mit Bildung sprechen, also im Kontext der Hochschule zum Beispiel Ausstattung, das Problem der Pakte und der fehlenden Nachhaltigkeit und natürlich auch Finanzierungsfragen. Ganz bekannt ist Hate Speech. Das wird ja gerade viel diskutiert. Also eben Beleidigungen, Bedrohungen, Übergriffe im kommunikativen Raum. Und hat auch viel mit Kontrolle zu tun, weil Technik sich ja sehr gut dazu eignet, eben zu manipulieren und zu kontrollieren. Dieser digitale Wahn, Überwachungswahn, der in China bereits vonstatten ist, der sollte uns hier nicht kalt lassen, weil ich sehe schon auch, dass der Druck so immer mehr wächst, solche Technologien auch hier einzusetzen. Insofern sollte eine Strategiedebatte dringend notwendig, um zu sehen, wie viel Technologie wollen wir eigentlich und wie viel China wollen wir auch eigentlich. Also heute schon wird durch die ganzen digitalen Geräte, Rechenzentren, Netze und so genauso viel elektrische Energie verbraucht, wie der Endenergieverbrauch der Bundesrepublik Deutschland ausmachte. Mein Thema war digitale Klassenkämpfe, Fragezeichen. Und darauf habe ich geantwortet, Klassenkämpfe unbedingt. Und die passieren ja Gott sei Dank auch mittlerweile schon sehr oft. Also auch an Orten, wo wir sie vor ein paar Jahren noch gar nicht vermutet hätten. Also die Amazon-Streikenden, davon haben ja mittlerweile alle möglichen gehört. Aber tatsächlich gibt es mittlerweile auch Klassenkämpfe bei Google. Die gehen raus und streiken. Die solidarisieren sich mit den weiblichen Beschäftigten. Die haben sich in Zürich jetzt gewerkschaftlich organisiert. Und das sind alles spannende Klassenkämpfe, die Hoffnung machen, aber ich glaube, es sind keine digitalen Klassenkämpfe, weil es sind die alten Klassenkämpfe, die wir schon immer kennen. Es ist der Widerspruch zwischen Kapital und Arbeit. Wir haben ja ein Konzept der Wirtschaftsdemokratie entwickelt, dass wir sagen, wir brauchen regionale Wirtschaftsräte, in denen unterschiedliche Akteure vertreten sind, die gemeinsam bereden, in welche Richtung wollen wir zum Beispiel die öffentliche Infrastruktur aufbauen, wie können wir eine gute Pflege organisieren, wie können wir eine gute digitale Netzstruktur aufbauen, zu denen alle Zugang haben, wie können wir die Leute vor Datenkontrolle schützen, sodass es eine informationelle Selbstbestimmung gibt. Also ich würde mir von progressiven linken Bewegungen wünschen, dass sie sich wieder trauen zu träumen, dass sie sich wieder trauen vorzustellen, was für ein Internet, was für Plattformen wollen wir haben, statt so das Ganze als gegebenen Status quo zu betrachten. Ja, Zukunft ist etwas, das kann gemacht werden, das sollte gestaltet werden und da sollten wir uns auch nichts anderes einreden lassen.